Hallo, in diesem Video wollen wir den Hauptsatz der Integralrechnung beweisen. Dazu gehen wir zunächst einmal auf die rechte Seite und da erkläre ich euch, was eine Flächenfunktion ist. Also die Flächenfunktion t von x, die misst also, wie groß die Fläche unter einer Funktion ist. Ja, und zwar fängt die bei 0 an zu messen, bei x gleich 0. Und die misst alles bis x. Die Flächenfunktion gibt also an, wie groß die Fläche unter einer Kurve ist. So, im zweiten Bild, da bin ich jetzt weiter nach rechts gegangen, da ist also dieses x größer und folglich ist dann auch die Flächenfunktion größer. Denn die Flächenfunktion gibt ja an, wie groß die Fläche unter der Kurve ist, unter der Funktion. Gut, also die ersten zwei Bilder hier, die haben euch gezeigt, was eine Flächenfunktion ist. Und jetzt kommen wir hier unten zum dritten Bild. Da machen wir den Ansatz, um den Hauptsatz zu beweisen. Ja, man muss ja irgendwie einen Ansatz machen. So, und der Ansatz ist folgender. Wir überlegen uns jetzt Folgendes. Um wie viel nimmt die Flächenfunktion zu, wenn ich ein kleines Stückchen nach rechts gehe? Also von x, das ist hier, bis x plus Delta x, das ist hier. Ja, das heißt, wir wollen berechnen, wie groß ist hier die grüne Fläche, die dazugekommen ist. Ja, das habe ich also auch hier oben in die Formel reingeschrieben, oben links. Ich suche also Delta, Delta heißt ja immer Änderung, Delta der Flächenfunktion t von x. Ja, dazu habe ich mal auf der rechten Seite so eine Vergrößerung gemacht. Ich habe diesen grünen Streifen hier größer gemacht. So, jetzt kann ich folgende Abschätzung machen. Der grüne Streifen hier, der hier nochmal groß gezeichnet ist, der ist ja ungefähr so groß wie dieses Rechteck, was ich da hineingezeichnet habe. Da mache ich zwar einen Fehler, und zwar hier oben dieses Dreieck, das ist der Fehler. Ja, aber die grüne Fläche ist ja ungefähr so groß wie dieses Rechteck. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie groß ist denn der Flächeninhalt dieses Rechtecks. Also die Grundseite ist klar, das ist Delta x. Das habe ich auch hier in die Formel reingeschrieben, Delta x. Und die andere Seite, das ist diese Seite hier, ja, die ist doch, wenn hier x ist, dann hat die Länge f von x. Ja, denn hier oben ist ja die Funktion f. Ja, also kann ich schreiben, das Rechteck, das hat den Flächeninhalt, das steht hier, f von x mal Delta x. Gut, jetzt muss ich mich nur noch um den Fehler kümmern, den muss ich jetzt abschätzen. Ja, dazu muss ich zunächst einmal sagen, dass ich diese Funktion hier eingeteilt habe in Stücke, die entweder monoton steigend sind oder monoton fallend. Ja, das kann man ja machen, außer man hat jetzt ganz exotische Funktionen, aber normalerweise kann man jede Funktion einteilen in Stücke, die entweder monoton steigend oder monoton fallend sind. Ja, und dieses Stück hier, dieses grüne Stück, das habe ich da reingelegt, das soll also ein Stück sein, wo die Funktion monoton steigt. Ja, das heißt, entweder steigt sie oder sie verläuft waagerecht, aber sie fällt nicht. Gut, jetzt überlege ich mir, wie groß könnte der Fehler werden? Also im schlimmsten Fall passiert Folgendes. An dieser Stelle hier, da geht die Funktion hoch und verläuft dann waagerecht. Also fast senkrecht hoch. Senkrecht darf sie ja nicht hoch, dann wäre es keine Funktion mehr. Aber fast senkrecht hoch. Und dann verläuft sie waagerecht. Ja, das heißt, der schlimmste Fall ist, dass der Fehler so groß ist wie dieses kleine Rechteck hier oben. Das wäre der schlimmste Fall. Gut, kann die Funktion auch hier oben rausgehen? Ja, dann wird ja der Fehler noch größer. Nein, denn wenn sie oben rausgeht, müsste sie auch wieder nach unten gehen. Aber das geht nicht, denn sie ist ja monoton steigend. Ja, also können wir schon mal folgende Abschätzung machen. Der Fehler ist maximal so groß wie dieses Rechteck hier.
So, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie groß ist denn dieses kleine Rechteck? Also die Grundseite ist klar, das ist Delta x, ne? Ich habe hier Delta x. Und die Höhe, wie hoch ist die Höhe? Ja, also ich habe hier an dieser Stelle den Funktionswert f von x, ne? Hier unten habe ich ja x, also habe ich hier oben f von x. Und wenn ich hier unten x plus Delta x habe, hier auf der rechten Seite, dann habe ich hier oben f von x plus Delta x. Ja, und die Höhe ist einfach die Differenz. Ja, also kann ich sagen, die Fläche dieses kleinen Rechtecks, die ist Delta x, das steht hier in der Formel, mal die Differenz der Funktionswerte. Ne, brauche ich nur ablesen. Gut, ich habe da Betragszeichen hingemacht, weil es könnte ja auch sein, dass ich ein Stück habe, wo die Funktion monoton fallend ist. Ja, aber ich habe eine schöne Fehlerabschätzung. Der Fehler kann maximal so groß werden wie dieses kleine Rechteck. Und die Fläche dieses kleinen Rechtecks, die habe ich eben hier hingeschrieben. Gut, und jetzt machen wir Folgendes. Also die Bilder brauchen wir nicht mehr. Wir vereinfachen jetzt diese Formel. Zunächst einmal dividieren wir beide Seiten durch Delta x. Das darf man, denn Delta x ist ja kein Differential. Ein Differential heißt ja dx, da darf man nicht durchdividieren, aber hier habe ich ja Delta x und durch Delta x, das ist also ein endliches Stück, da darf ich dividieren. Ja, dann erhalte ich hier diesen Ausdruck und hier fällt überall dieses Delta x weg, ne? Einmal in diesen Summanden und einmal in diesen Summanden. So, jetzt führe ich den Grenzwertübergang durch, das heißt, ich lasse Delta x gegen 0 gehen. Ja, das habe ich einmal hier davor geschrieben und einmal hier. Gucken wir uns mal an, was da rauskommt. Fangen wir mal auf der rechten Seite an. Also wenn Delta x gegen 0 steht, steht ja hier. Wenn Delta x gegen 0 geht, steht ja hier. Ja, dann wird dieses Delta x also zu 0 und in dem Betragszeichen steht dann f von x minus f von x. Ja, und das ist 0. Das heißt, dieses ganze Betragszeichen fällt weg und da bleibt übrig f von x. Ja, und das habe ich hier hingeschrieben. So, auf der linken Seite, ja, da muss man sehen, das hier ist ein Differenzenquotient und der geht beim Grenzwertübergang, wenn Delta x gegen 0 wird, dann geht er über in den Differentialquotienten. Ja, aus den Differenzenquotienten wird der Differentialquotient. Ja, ich habe hier nochmal so einen Pfeil hingemacht, falls ihr diese Schreibweise nicht richtig versteht. Ne, die habe ich hier nochmal ausführlich geschrieben. Und hier kann man sehr schön sehen, das ist genau die Formel, die ihr kennt vom Differentialquotienten. Ne, die haben wir ja hergeleitet in dem Video Differentialrechnung lernen in 10 Minuten. Ja, also auf der linken Seite erhalte ich den Differentialquotienten, die Ableitung der Flächenfunktion nach x und auf der rechten Seite habe ich einfach f von x. So, jetzt brauche ich nur noch beide Seiten integrieren, also die Stammfunktion suchen. Dann wird aus f von x wird die Stammfunktion f von x groß f von x plus c. Und wenn ich die linke Seite integriere, also die Stammfunktion bilde, ja, die Stammfunktion von einem Differentialquotienten ist die Funktion selber, also t von x. So, jetzt lassen wir diese Formel hier erstmal stehen, aber keine Sorge, die haben wir nicht umsonst hergeleitet, die benötigen wir gleich. Wir werden jetzt nämlich hier in diesen zwei Zeilen den Hauptsatz beweisen. Ja, der Hauptsatz sagt also, ich suche dieses Integral hier, das heißt die Fläche unter der Funktion f von x, ne, die habe ich hier eingezeichnet, und zwar von a bis b. Ne, das ist hier von a bis b. Ja? So, jetzt kann ich aber diese Fläche doch ausdrücken durch die Flächenfunktion. Ne, da nehme ich einfach die Flächenfunktion, also die Fläche von 0 bis b, und ziehe davon ab die Fläche von 0 bis a. Ja, dann habe ich ja dieses Stück. Das ist also die Flächenfunktion an der Stelle b, t von b, minus die Flächenfunktion an der Stelle a.
Ja, ganz einfach. So, und jetzt komme ich zurück auf die Formel, die wir hergeleitet haben. Die Flächenfunktion t, ja, ist ja das gleiche wie die Stammfunktion plus eine Integrationskonstante. Ja, also ersetze ich t von b durch f von b, ne, groß f von b plus eine Integrationskonstante. Und das gleiche mache ich hier. Hier ziehe ich ja die Flächenfunktion an der Stelle a ab. Also ziehe ich laut dieser Formel, kann ich da auch die Stammfunktion an der Stelle a abziehen, ne, plus eine Integrationskonstante. So, und diesen Ausdruck, ja, diese Differenz hier, die brauche ich jetzt nur noch vereinfachen. Ja, die Klammer auflösen, steht ein Minus vor der Klammer, drehen sich die Vorzeichen um. Dadurch fällt dieses c weg, das hebt sich auf und da bleibt übrig f von b minus f von a. Ja, und schon habe ich den Hauptsatz bewiesen. Ja, das Integral von a bis b unter der Funktion f von x, ja, das ist gleich Stammfunktion an der oberen Grenze minus Stammfunktion an der unteren Grenze. Gut, manchmal taucht die Frage auf, kann man eigentlich das Integral bzw. den Hauptsatz genauso anschaulich erklären wie den Differentialquotienten? Ja, weil der Differentialquotient ist ja einfach die Steigung und das ist super anschaulich. Gut, da muss man sagen, der Differentialquotient, das ist eine lokale Eigenschaft. Ja, aber so ein Integral, das ist ja nicht an einer Stelle, also lokal, sondern eben nicht lokal. Ja, und deshalb ist das schwieriger darzustellen oder besser gesagt anschaulich darzustellen. Gut, ich versuche trotzdem mal so ein bisschen Anschauung reinzubringen. Und zwar haben wir ja hier oben zunächst einmal bewiesen, dass der Fehler zu 0 wird. Ja, und das ist auch ganz anschaulich, denn wenn ich hier, gucken wir uns mal hier diesen grünen Streifen an, wenn ich hier Delta x gegen 0 gehen lasse, dann wird beim großen Rechteck die Breite geringer, aber beim kleinen Rechteck hier oben, dann wird sowohl die Breite geringer als auch die Höhe. Ja, das heißt also, das kleine Rechteck hier oben, das schrumpft viel schneller und spielt deshalb irgendwann prozentual gar keine Rolle mehr. Ja, und wenn ich weiß, dass der Fehler zu 0 wird, dann kann ich diese grüne Fläche hier, ja, die kann ich auch noch auf andere Art beschreiben. Ich kann nämlich die grüne Fläche einerseits ausdrücken als Produkt von Delta x mal den Funktionswert f von x. Das habe ich hier oben gemacht, auf der linken Seite. Ich kann diese grüne Fläche aber auch durch die Flächenfunktion ausdrücken. Dann habe ich einmal die Flächenfunktion an der Stelle x plus Delta x. Die habe ich hier. Minus die Flächenfunktion an der Stelle x. Das habe ich hier. Ja, und jetzt brauche ich nur noch Delta x auf die andere Seite bringen. Das hier müsste euch bekannt vorkommen. Das steht hier auch nochmal. Das ist die Formel für den Differentialquotienten. Ja, den erhalte ich, wenn ich jetzt auf beiden Seiten Delta x gegen 0 gehen lasse. Auf der linken Seite passiert nichts, aber auf der rechten Seite wird dadurch der Differenzenquotient zum Differentialquotient. Und jetzt brauche ich nur noch beide Seiten integrieren. Und dann habe ich wieder gezeigt, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen der Stammfunktion und der Fläche. Ne? Denn darum geht es ja, dass man einen Zusammenhang herstellt zwischen einerseits der Stammfunktion und andererseits der Fläche. Ja, also zwischen bestimmten und unbestimmten Integral. Ja, und das sagt eben diese Formel. Die brauche ich ja dann nur noch hier benutzen und dann habe ich wieder den Hauptsatz. Ja, gut, aber mehr kann man wirklich nicht anschaulich zeigen. Ja, sonst muss man zu viel fuschen. Ja, das war's. Auf Wiedersehen.